nach den ersten 5 Minuten. Das fängt ja gut an. Sei doch still! Gib ne Ecke! Spiel um die deutsche Fußballmeisterschaft im Olympiastadion steht in der 44. Minute 2:0 für FC Nord. Es hat den Anschein, als ob der FC Nord diese Führung nicht mehr abgeben wird. Wir müssen offen sagen, dass wir heute von den Gloria-Leuten noch nicht viel gesehen haben. Irgendetwas fehlt. Die Jungen wirken frischer, klarer, zielstrebiger. Halbzeit. Die Spieler verlassen das Feld. 100.000 Zuschauer atmen jetzt auf. Keine Aufregung, das ist verloren. Kommt mal her. Du, alles die Geräte im Hotel, was macht die hier in Berlin? Wir wissen, was die hier in Berlin macht. Mach jetzt keine Geschichten, pass lieber besser auf dein Tor auf. Mensch, ich will jetzt eine Erklärung. Sie nun gerutscht? Aber Sie haben verloren. Aber das ist doch nicht Ihre Schuld. Aber die anderen werden sagen. Ach, ist doch Unsinn. Saure Trotz, meine Damen. Vorsicht, Vorsicht. Was ist? Was hast du gemacht? Ich bin ausgerutscht. Nicht wahr? Ach, der Jupp hat keine Schuld. Muss einen Arzt haben. Hört mal zu. Jetzt aufpassen. Vor allen Dingen gut decken. Es darf kein Tor mehr fallen. Wir stürmen mit 3 Mann. Du hältst dich zuerst zurück. Du, Heini, du gehst in die Mitte. Ich? Los, raus. Ich muss einen Arzt haben! Ja, ja, lass mal, mal schon. Jetzt ist es passiert. Oh Mensch, Bielingfield, alles ist in Eimer. Schau doch mal, die schöne Fußballpumpe. Warum denn? Ich hab da gewettet, dass Gloria gewinnt. Liegen bleiben. Ist in Ordnung, ich will jetzt raus. Ausgeschlossen. Aber ich muss doch wieder ins Spiel. Ausgeschlossen. Bitte lauf doch vor!
Diese Gloria ist plötzlich so etwas wie ein neuer Schwung gekommen, obwohl der Mittelstürmer Fehling nicht dabei ist. Aber sein Ersatz ist auch nicht von Pappe. Durch ihn erst ist der Viermännersturm ja noch gefährlicher geworden, als es die fünf Spieler zuvor waren. Der Schütze des ersten Tores für Gloria, während im Olympiastadion immer noch den Jubel, heißt Heini Gabler. Er ist die Überraschung des Tages. Bravo, Heini Gabler. Den Ball mit der Hand angefasst. 11 Meter. Sicheres Tor für Nord. Los. Jupp hat einen Elfmeter gehalten. Tor! Tor! Die Bestimmungen schreiben vor, dass der Kampf verlängert wird, bis das nächste Tor fällt. Ja. Wer jetzt nach der Verlängerung das erste Tor schießt, wird Sieger im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Noch ist alles ungewiss. Noch gefällt uns zwar besser, aber die Gloria hat bewiesen, dass ihr alles möglich ist, selbst mit 10 Mann. Hallo, Werner! Junge! Hallo, mach gut! Mensch, Werner, ist ja großartig. Wieder 11 Spieler. Ein Gabler ist bescheiden auf seinen halblinken Platz zurückgegangen. Ein braver Junge, der den großen Werner Fehling würdig vertreten hat. Und dieser Werner Fehling führt jetzt wieder den Sturm, trotz seiner Verletzung. Ach. Prima, der Junge. Prima, der Junge. Weit zurückgehen in der Geschichte der Endkämpfe um die deutsche Meisterschaft. Doch jetzt in der 4. Minute der Verlängerung ein rasanter Durchbruch von Werner Fehling. Werner, los, Werner, los! Gloria heißt der neue deutsche Fußballmeister.